Crime Shop. Die beste Entscheidung meines Lebens. Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen auf ApeCrime TV. Heute ist etwas sehr Krasses passiert. Ihr seht es schon am Titel. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon in meinen Snaps oder sowas gesehen. Mein Fuß ist gebrochen. Also nicht mein Bein, sondern mein Fuß. Aber die Ärzte müssen halt direkt übertreiben. Nichtsdestotrotz, Sicherheit geht vor, liebe Freunde. Danke an den Arzt, der meinen Gips gemacht hat. Freunde, wie ist das passiert? Eine tragische Geschichte. Wir wollten zu einem Einkaufszentrum unserer Wahl gehen und kennt ihr diese, wie nennt man das? Geistertreppe? Ja, Geisterstufe. Ach, hallo Geisterstufe. Freunde, Geisterstufe heißt es, wenn man die letzte Stufe nicht im Kopf hat und dann genau. So, weißt und du? Da war ein Bordstein, wo ein Baum rausgewachsen ist. Diese Wurzel erhebt so diesen Bordstein und da bin ich so rübergegangen und ich habe diesen Abstand von Bordstein zur Straße falsch abgeschätzt, bin dann abgeknickt und wirklich, ihr wisst es ja, ich knacke hier immer und das ist ja relativ laut. Und das war wirklich fünfmal so laut, dieser Knacker, als ich umgeknickt bin. Und sogar ich fand das eklig und das war wirklich so schlimm. Ich wusste nicht, was ich da machen soll. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Das war so, es lag da dann halt, das hat so mega weh getan. Und dann habe ich so gesagt, yo, ich hol Wasser, yo, setz dich mal auf. Und dann hat er sich so aufgesetzt und dann war das wirklich so, diese Augen so, waren noch halt bei Bewusstsein so und dann plötzlich so. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wir sind hier auf der Straße, er fällt hier einfach um und ist im Koma. Ich habe dann aber, Jan hat dann halt gesagt direkt, yo, leg mal deine Füße hoch und dann ging es mir direkt besser. Und dann sind wir natürlich auch direkt ins Krankenhaus gefahren. Ich freue mich voll drauf, die Messe zu fahren. Das ist so ein Luxus. Rollstuhl. Alter, wirklich Freunde, ich übertreibe nicht. Das hat mega laut geknackt. Ich wirklich. Kann das bezeugen. Das war, ich dachte, das ist Beton, der irgendwo rausgeknallt ist. Ist in meiner Macht. Pass auf, Boydie, mein Fuß. Warte mal kurz, kann man das hier hoch machen? So sieht das aus, Jackes. Sehr okay, gut. Okay, ja, fahr einfach. Ich darf nicht fahren. Los geht's. Ja. Ja, was machst du? Warum hängt das denn? Ach, da ist so ein Ding. Ja, das hängt ja schon kaputt, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du da? Das steckt da drin. Oh, boy. Die, okay. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, so jetzt. Wir fahren in die Tiefen des Krankenhauses jetzt. Ja, das war mega cool. Das fühlt sich gerade so an, als ob ich so ein Experiment hätte. Guck mal, den Fernseher. Ach, hier sollst du warten. Hier, guck mal, den Fernseher. Wie hat also sie hat gesagt, auf einem Schmerz, auf einer Skala von 1 bis 10, was ist der Schmerz, den sie dabei empfinden? 10 ist unvorstellbarer Schmerz. Dachte ich so, hä? Ja, wenn es unvorstellbar ist, was soll ich denn dazu sagen? So. Habe ich einfach 4 gesagt, weil, keine Ahnung, das richtet sich ja auch nach der eigenen Schmerzen, also was für Schmerzen man mal erfahren hat. Ey Freunde, ihr wisst nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir da drin erlebt haben. Ich habe so Geräusche gehört. Nee, wir waren wirklich, wir sind kurz vom Himalaya geflogen, wir sind jetzt beste Freunde wirklich. Ja, das war, er ist ein auf jeden Fall ein besserer Freund als Abdel es jemals sein. Halt die Fresse! Wer kuschiert dich hier die ganze Zeit? Ich. Was Spaß, hat er gesagt? Freunde. Hat einfach geröntgt. Du musst ja. Vorsicht, Bolli! Ah, mein Fuß! So. Ey, ich kann noch aufstehen. Was ist das? Okay, Freunde, wir haben den Statusbericht dort, was Jan da gerade gezeigt hat. Ne, wir legen das jetzt drüber über das. Ach so, okay, und Jan macht so einen roten Kreis um das, was gebrochen ist. Ja, es ist jetzt gebrochen, aber es steht gerade gut, meinte der Arzt. Es muss noch nicht operiert werden, ich muss morgen nochmal kommen. Jetzt machen die einen Gips von dem Knie bis zum Fuß eben. Durch, ja. Ja, und geben mir... Leider Bauchspritzen. Ich hasse Spritzen. Also es gibt glaube ich keinen Menschen, der keine der Spritzen mag. Das war kalt.
Tut das weh? Nein. Eine Sekunde. Wie schön ist das? Nicht schlimm. Bitte nicht. Tut das weh? Kennt nicht, wo mir wenn man Angst hat, dann frag mal. Ist immer egal wie. Ist eine Nadel, aber eine ganz kleine Nadel. Aber das frag ich jedes Mal, tut das weh. So, Achtung. Diese Tür mal da gar nicht. Das war's. Das tut jetzt irgendwie mehr weh. Da nicht mehr reinstechen, ne? Sie kriegen ja was dazu. Okay, ja. Ne? Einmal abwechseln. Linke Seite, rechte Seite. So wie so ein Halbmond und Bauchnabel. Freunde, Cengiz liegt da jetzt gerade und kriegt tatsächlich das Bein gegipst. Das dauert mega lange. Ich dachte das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das so lange dauert. Gips dachte ich immer 5 Minuten, aber das dauert wohl irgendwie eine Stunde. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen, weil wir wollten eigentlich zu Rewe, wo Cengiz sich verletzt hat. Wir haben nichts gegessen und jetzt ist das schon 2 Stunden her und wir sterben gleich. Jetzt sind wir hier bei so einer Pizzeria. Nein, keine Werbung machen. Del Borgazzo. Bajazzo. Ein Scheißding. Und wir holen für Cengiz eine Pizza mit und haben ihm Bio-Limo gekauft und so, damit es ihm besser geht. So. Und wir melden uns gleich bei der Gipsstation. Freunde, da ist er. Da ist er. Was ist nur los hier? Jetzt ein Gips, Freunde. Aber leider nicht so ein ganz dingens Gips. Hätte mich. Okay, hört sich komisch an, aber hätte mich irgendwie gefreut. Weil ich hatte das noch nie. Also ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen. Und dann ist man froh, dass ich das wissen soll. Wenn, dann sollte man schon richtig. Kriegst du morgen erst dann richtig? Ja, morgen wird entschieden, ob das nochmal operiert wird oder nicht. Wo sind eigentlich meine Schuhe, Alter? Im Auto. Ach so. Und doch, jetzt schaffst du es. Aber jetzt schaffst du es. Geht schon. Ah, jetzt ja, schaffst du, brauchst nicht. Ah, dieses das hier. Dass wir erst einfach gedrückt haben. Wenn man schon mal drücken darf. Beim ersten Mal. Schönen Abend noch, ne? Ciao. Fürs erste Mal. Danke. Fürs erste Mal Krücken ist das sau anstrengend, ne? Ja, ja, trainiert aber Muskeln gut. Ja, ja. Das ist das allererste Mal. Fitness ist das sau anstrengend. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Tag. Unglaublich, es ist wieder passiert. Und zwar, ihr wisst es ja, es ist jetzt ein Tag vergangen seit diesem Bruch. Also einen Tag dazwischen. Und ich war schon wieder bei einem anderen Arzt, beim Orthopäden. Als ich dann da war, die hat so eine CD bekommen. Wo ist die? Ach, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall waren da dann diese Röntgenbilder und sowas. Und die meinte dann, ja, die im Krankenhaus. Das ist ja komplett falsch, was die da gelabert haben. Weil das ist da so ein Fragmentbruch oder sowas. Die hat da so gefühlt. Und yo, die denkt, dass das jetzt mega verrutscht ist. Wenn ich das jetzt so weiter belasse und nicht operiere, dass ich dann beim Gehen einfach Schmerzen habe. Und jetzt meinte die, ich soll hier unbedingt hin. Man muss sich das so vorstellen. Hier ist dieser... Also, warte, ich kann das gut zeigen. Der besteht aus 2 Dingern, das hatten wir auf dem Röntgenbild gesehen. Und dieses untere Teil, meinte diese Ärztin, weil das nicht gehalten wird, wandert das jetzt in diesem Fuß runter. Kann sein, dass das eventuell heute passiert, dass ich operiert werde, aber das müssen wir jetzt natürlich gucken, ne? Wie heißen Sie, Herr Pfleger? Ja, hallo. Ja. Kennen Sie? Ja, können Sie bitte die Kamera ausmachen? Das habe ich nicht erlaubt. Bitte, ja. Das Ergebnis, was jetzt rausgekommen ist, ist, dass ich operiert werden muss. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich jetzt operiert werde. Und guck mal, wie scheiße das eigentlich ist, dass dieser Mensch, ich bin ja nur umgeknickt. Ja, ja. Und ich muss operiert werden. Ich habe so ein Ding, kann 6 Wochen nicht mehr gehen. Das ist wirklich, dieser menschliche Körper ist so sau scheiße. Ja, weil der halt nicht mehr gefordert wird. Wir haben neulich gesagt, in der Steinzeit wärst du da als Steinzeitmensch umgeknickt. Diese Knochen sind dreifach so dick und robust, weil du immer auf der Jagd bist und läufst und sprintest durch den Wald. Da ist nix und jetzt, wir sitzen den ganzen Tag rum, man arbeitet am PC und sowas. Ja, das stimmt schon. Knackst aber trotzdem. Tot. Freunde, ich habe wirklich mega Schiss. Was soll ich tun? Habt ihr irgendwelche Tipps? Ist das gefährlich oder sowas? Also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde, haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen. Wir haben Songs in Real Life für euch gedreht und das kommt morgen um... 18. 18 Uhr, machen wir, ne? 18 Uhr, liebe Freunde. Also, nicht vergessen, einschalten, Songs in Real. Wünscht mir mit einem Daumen nach oben Glück für die OP, liebe Freunde. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nur weil man umgeknickt ist, so ein Scheiß, ey.